Moin, hier ist Björn aus Ostfriesland. Hallo. Nachmittags, ich sitze bei der Pfeife, komme gerade von der Arbeit wieder. Schade, jetzt geht die Sonne gerade wieder weg, aber ansonsten ein wunderbarer Nachmittag. 17 Grad im Schatten. Im Prinzip, ja, meiste Zeit Sonnenschein, also perfektes Wetter, um einfach mal wieder draußen zu sitzen. Und muss zwar gleich nochmal los, aber ich denke, kommen. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich jetzt die halbe Stunde nochmal hinzusetzen, gemütlich und eine kleine Pfeife zu stopfen am Nachmittag. Ich habe über das Video von dem Jakob Mein aus Ostfriesland nachgedacht. Jemand, der ganz neu, einigermaßen neu mit dabei ist, eben auch aus Ostfriesland. Und Jakob hat in einem seiner letzten Videos nach dem Lieblingsplatz gefragt, wo man gerne Pfeife raucht, wo man dann sich gerne eben aufhält mit der Pfeife und so. Da habe ich ein paar Tage drüber nachgedacht. So richtig fällt mir gar kein Lieblingsplatz ein. Allerdings, ja, ich denke, so wie ich jetzt hier im Garten hinten, ich sitze jetzt quasi hier hinterm Haus auf meiner Holzterrasse, gucke hier so ein bisschen übers Land. Die Landwirte fangen so langsam an. Man hört hier und da schon mal ein paar Trecker und es liegt auch so leicht der Duft von Gülle irgendwie überm Land, aber das gehört da irgendwo mit zu und ist immer so ein ganz untrügliches Zeichen, dass Frühling kommt oder da ist. Also insofern ist das hier hinten doch durchaus einer meiner Lieblingsplätze. Ich habe mein Auto gerade abgeholt von der Werkstatt, musste da Geld bezahlen. Der Arbeitstag an sich war auch irgendwie so ein bisschen komisch und deswegen dachte ich mir, naja, ich müsste jetzt mir mal so ein bisschen eine einigermaßen kräftige Mischung nehmen und habe mir jetzt gerade für die Nachmittagspfeife den Dunhill Elizabeth Gin Mixture mal wieder in die Pfeife gefüllt. Ein Virginia mit einer ordentlichen Portion Perique drin. Also den rauche ich nicht täglich und auch nicht häufig, aber das ist so einer, der ist eben im Schrank und ab und zu, da ist mir mal der Sinn danach und ja, es ist auch einfach eine schöne Dose. Dunhill-Tabake sind von der Konditionierung und von der Schnittart her ja sowieso meiner Meinung nach tolle Tabake, lassen sich unheimlich unkompliziert rauchen, entzünden, im Prinzip durchrauchen, ohne wieder nachzufeuern. Also ab und zu rauche ich Dunhill-Tabak, so die ich bisher kennengelernt habe, immer wieder gerne und ja. Kosten ein bisschen mehr, aber ich denke, sie sind ihr Geld dann in dem Sinne dann doch auch irgendwie wert. Das halt heute nur als ganz kleine Antwort eben auf Jakob und eine kleine Rückmeldung. Hat jetzt mit der Sonne leider nicht ganz geklappt. Naja, ich möchte mich bei allen noch bedanken. Ich habe eine ganze Menge Proben in der letzten Zeit bekommen oder auch so einfach im Austausch, nette Kontakte. Also viele Grüße nochmal an Dirk, an Andreas, an Markus Reichert, auch jemand, der sehr neu dabei ist. Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Dirk, Andreas, Markus und an Ralf. Ralf Strunk. Vielen Dank euch nochmal. Wir sind ja immer in Kontakt gewesen, aber auf diesem Wege nochmal vielen Dank. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Eine Menge neue Proben. Die eine oder andere werde ich vielleicht nochmal in die Kamera halten. Für heute soll es das gewesen sein. Kurze Antwort an Jakob aus Ostfriesland. Und ja, hat leider mit der Sonne nicht geklappt, aber beim nächsten Mal vielleicht. Okay und tschüss. Hi, it's me, Björn, from East Frisia. It's Tuesday afternoon. I just came back from work. Picked up my car at the shop, had a little work. There was a little work to be done, and I had to pay some money. And well, so that wasn't very nice. And so I decided to sit in the backyard on my wooden porch and have a smoke. Why am I sitting exactly here? I'm sitting here because one of our new pipe friends, Jacob, he comes from East Frisia too, did a video the other day and asked about the favorite places to have a pipe.
Well, I don't really have one exact favorite pipe place, one favorite place to smoke a pipe, but I guess sitting here in the sun in the backyard, that fits pretty good, I guess. So this is my answer. I am smoking right now Dunhill Elizabeth Gin Mixture, the typical Dunhill, very easy to smoke, very nice. It's a Virginia tobacco, West Perique. Not really strong, but it's a good one, I guess. Every once in a while, I enjoy it. That's about it for today. I just wanted to do this quick video because the weather is so fine, sun is shining. You can see, don't need a jacket anymore. Around here, all the farmers are getting started. Every once in a while, I can see tractors on the fields, and well, looking forward to the real nice springtime. Shouldn't be very far away anymore. Very short video today. Maybe you go ahead and check out Jacob from East Frisia. Seems to be a nice guy too, I guess. Well, that's it. Take care, everybody, and thanks a lot for watching. Okay, bye.